Los. Was mir Sorgen macht, Charles, du bist noch für alles unqualifiziert. Erst hörst du mit Medizin auf und nun ist plötzlich Schluss mit Cambridge und sogar dieser Henslow schreibt, du wärst noch lange kein fertiger Naturwissenschaftler. Wir haben keinen Platz an Bord der Beagle für Zeitverschwendung oder Dilettantismus. Nimmt's. Sie beabsichtigen, ihn also zu nehmen? Ganz recht. Bis wir die südamerikanische Küste erreichen, haben Sie einen Magen wie ein Admiral. So wie ich es mache, kriegen wir aber viel mehr Stücke. Auf meine Art bekommen wir jedoch brauchbare Stücke. Mr. Darwin, ich begegne Ihnen und Ihren Fischinnereien, wo ich stehe und gehe. Dies ist die Offiziersmesse, wenn ich nicht irre. Ist das alles, was Sie in den letzten Wochen gesammelt haben, Philosoph? Keine Knochen, keine Käfer, kein verwesendes Fleisch, um ein Deck zu verschmutzen? Ich fand ein Schiff, das nach Lotten fuhr. Na Gott sei Dank. Sie bringen mehr Dreck an Bord als 10 andere Männer. Offenbar sind manche der Proben, die Charles zu ihm nach Cambridge geschickt hat, einzigartig. Versteinerte Skelette und die anderen. Alte Knochen. Die wissenschaftliche Welt ist enorm beeindruckt, Robert, und du zeigst nicht das geringste Interesse. Denk daran, der Profit gilt nie etwas im eigenen Land. Es ist erstaunlich, dass ich mit meinen bescheidenen Fähigkeiten das Denken der Menschheit derart beeinflussen konnte. Für meinen Vater und meine Lehrer war ich ein normaler Junge mit durchschnittlicher Intelligenz. Die Reise an Bord der Beagle war das wichtigste Ereignis meines Lebens und war der bestimmende Faktor meiner Karriere.